Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse haben an dem Hochschulprojekt Helix B, ein 26 Tonnen Nutzfahrzeug. Mein Name ist Ralf Förner. Ich bin an der Hochschule tätig und habe das große Glück, technische Komponenten mitentwickeln zu dürfen, gemeinsam mit vielen, vielen Studierenden. Heute habe ich einen davon bei mir an der Seite, Jannik Wiese, der Institut für nachhaltige Energietechnik. Guten Tag, Jannik. Wir möchten Ihnen zeigen, was wir dort gemeinsam entwickelt und integriert haben. Und dieses Fahrzeug mit seinen 26 Tonnen Gesamtlast muss durch einen besonderen Antriebsstrang auf der 800-Volt-Ebene befähigt werden. Jannik, ein solcher Antriebsstrang, nach welchen Kriterien muss er entwickelt werden? Wie sieht die Regelungstechnik aus? Wie steuere ich denn solch ein System bei einem so komplexen Fahrzeug? Das ist eine sehr gute Frage. Bei diesem Fahrzeug mussten wir das gesamte Torque-Management selbst entwickeln, da wir das Fahrzeug vom Daimler als Serienfahrzeug bekommen hatten und daraus dann unser eigenes Fahrzeug gebaut haben. Das heißt, alle Komponenten anzusteuern, richtig zu regeln, natürlich auf das Gewicht einzugehen, die ganze Torque-Management zu entwickeln. Perfekt. Welche Baugruppen haben wir denn als Hochschule vollständig neu mit integrieren können? Was hat uns dabei ausgezeichnet? Wir konnten den Elektromotor neu integrieren. Das heißt, das ehemalige Dieselfahrzeug wurde entkernt. Der Elektromotor ist installiert worden. Eine neue Kardanwelle, Batteriepacks. Genau. Damit konnten wir plus natürlich unser eigenes Steuergerät, das der von uns entwickelte Code. Damit ist es jetzt möglich, das Fahrzeug batterieelektrisch zu betreiben. Perfekt. Wenn ihr die gesamte Modellierung durchführt für ein solches System, wie aufwendig muss man sich das vorstellen? Ist es einfach umzusetzen? Mit welchem Tool simuliert ihr eigentlich? Wie geht ihr damit um? Also es ist unglaublich komplex, aber macht super viel Spaß. Wir benutzen Simulink, das ist ein wirklich mächtiges Tool, gerade was Simulation und Code-Erzeugung angeht. Perfekt. Also, wir hoffen, dass ihr Interesse gewonnen habt. Wir würden uns freuen, euch dieses Fahrzeug näher zu zeigen. Kommt doch einfach, wenn ihr Interesse habt. Wir freuen uns. Alles Gute.